Da. Ich bin wieder da, Leute. Hallo, guten Morgen. Hallo. Ja, was machst du denn da schon? Ich lade einen Track runter. Was muss ich jetzt machen? Und jetzt gehst du auf GPX, den Ordner GPX. Ja, wie hießen die jetzt nochmal? So, der Jens musste übernehmen. Ich bin doch nicht so intelligent. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Offroad fahren für unter 2000 Euro. Geht das? Das werden wir rausfinden. Hier steht das neue Arbeitsgerät vom Tim. Und ich muss sagen, die Dominator macht richtig Rock'n'Roll. Und wenn ihr wissen wollt, wie das aussieht, dann geht's hier direkt los. Preismäßig war die ausgeschrieben für 1750. 1750 und 1600 war da euch handelseinig. War der Preis, ja. Bisschen Rost im Tank, aber nicht schlimm. Was machen wir denn heute noch? Ja, heute geht's in die zweite Runde. Würde ich sagen. Sehr schön. Ne? Ja, was ja. Sagt der Rücken? Ja, der kann auch ein bisschen. War gestern schon schön und Sand ist halt ein anderes Thema. Ist ein anderes Thema, auf jeden Fall. Also muss man mal gemacht haben. Jetzt, wenn du zurückkommst, machst du einen Ölwechsel, ne? Ja, Ölwechsel, Luftfilter und dann schaue ich auf jeden Fall mal nach dem Kettenritzel. Ja, wie ihr seht, funktioniert das auch alles gut mit alten Schätzchen. Und dass Verschleißteile erneuert werden müssen, ist ja auch keine große Sache, wenn man da drüber bleibt und da immer mal updatet und da nach dem rechten und auch nach dem linken guckt, dann laufen die Kisten, dann laufen die gut. Die hat jetzt 50.000 knapp runter und da würde ich sagen, für eine Honda, sie ist jetzt gerade eingefahren, würde ich jetzt mal einfach sagen. Wir hatten ja die SLR, die für die Fantic weggegangen ist. Und das SLR ist, sage ich mal, der gleiche Basismotor gewesen. Hier mit der Dominator, eben großer Tank, das ist cool. Und Tim wollte einfach was haben, wo er auch jeden Tag mitfahren kann. Also ich würde sagen, eine Top-Wahl auf jeden Fall. Das Motorrad kann das auf jeden Fall alles. Es ist jetzt nicht die schnellste Maschine, aber das reicht ja auch für hier. Und das reicht auch ganz normal zum Rumfahren. So, und jetzt gucken wir uns an, was die Susi denn da hat. Susi, hast du schön eine Beta Alp 200. Yes. Da haben wir lange gesucht, ne? Ja. Ich glaube, da spielen wir mal ein paar Szenen ein davon, weil das war gar nicht so einfach. Nee. Hallo. Hallo. Na, ja, hallo. So, jetzt stehen wir hier vor einem wunderschönen Motorrad. Ja, ja. Dir muss es am besten gefallen. Ja, ich bin begeistert. Ja? Ja. Was gefällt dir denn am besten? Also die ist relativ leicht. Ich kann super drauf sitzen. Ich komme mit den Füßen auf den Boden. Zwar nicht glatt, aber passt schon. Challenge liegt eigentlich darin, dass wir was suchen, was ein bisschen Offroad kann und was aber auch niedrig genug ist. Wir sind zu spät. Ja, die wäre schön. Da steht sie. Aber sie ist weg. Und guck mal, wie schön die ist. Meine ist ja schon so richtig abgeranzt, ne? Es ist nicht einfach. Also, leicht soll es sein, niedrig soll es sein, es soll zugänglich sein, es soll vielleicht auch veränderbar sein, dass man das Fahrwerk so ein bisschen kürzt, niedriger macht und. Aber das ist natürlich auch wieder mit Kosten verbunden. Machen wir jetzt. Tja, das war jetzt erstmal ziemlich ernüchternd. Ja, sehr, sehr ernüchternd, sehr ernüchternd. Viele Gute schöne Frage, Motorräder, ne? Nicht, wo ich drauf passe. Boah, das ist so schwierig. Es kann ja nicht sein, dass es keine Motorräder gibt. Für kleine Menschen. Vor allem so klein bist du ja gar nicht. Nee. Und es gibt ja auch kleine Männer. Mega! Geil, ne? Ja! Sehr schön. Oh, ich freue mich. Ich glaube, wir laden mal aus, oder? Ja. Ja. Mega. Ich freue mich. Wie groß bist du? 1,65. Dann ist es auch nicht so einfach. Ja. Gerade wenn zumindest man mal bei solchen Maschinen so ein bisschen durchs Gemüse fahren will. Genau. Straße geht immer, aber so ist eigentlich ganz gut, weil man runterkommt. Jetzt hat die ja nicht viel Leistung, ne? 17. Reicht aber für 17, mich. 17, ne? Hat die, glaube ich, 17.
warst du dir da erst unschlüssig oder hast du gedacht, ach komm, ich probiere das jetzt mal? Ich habe gesagt, ich probiere das einfach mal. Ich passe drauf, wir versuchen das mal. Ändern kann man es immer sonst noch, ne? Aber ich bin sehr zufrieden, muss ich sagen. Und ich glaube, ich kann auch ganz gut mithalten mit euch. Ja, das sieht super aus. Was ist verändert hier? Ein bisschen eigentlich nur Handguards. Die Handguards schon mal, genau. Dass halt, wenn es mal umkippt, dass das Schätzchen keine, nicht kaputt geht, genau. Dass keine Hebelchen krumm werden oder so. Richtig. Und sonst ist nichts. Aber du bist jetzt noch gar nicht so viel gefahren, ne? Nee, ich glaube, der Tacho hat irgendwie 180 Kilometer jetzt angezeigt, also mehr bin ich noch nicht gefahren. Oh, da muss ich ändern. Ja, natürlich muss ich das ändern. Da arbeiten wir dran. Tim, muss ich ändern. Der Plan ist jetzt, die erstmal zu fahren, genau, einzurufen und dann vielleicht auf was nächstgrößeres zu genau, gehen. Genau, auf die 400er dann. Ja, aber im Endeffekt, hast du gestern schon gesagt, so bin ich eigentlich zufrieden, ja. Also ich kann ja mithalten und die ist schön leicht. Ja. Wenn das dann wirklich mal so gut klappt, dass es mir langweilig würde, kann man das immer noch überlegen. Aber erstmal bin ich sehr zufrieden damit. Genau, weil viele denken immer so höher, schneller, breiter. Ja, und dann ist es vielleicht dann nicht mehr so toll, macht keinen Spaß mehr, weil sowas schwerer ist oder so. Genau. Dann halten wir die jetzt erstmal. Genau. Für die Straße wäre es ja, sag ich mal, man kann jetzt auf der Straße fahren, aber das war eigentlich gar nicht so deine Idee. Nee, war nicht so die Idee, höchstens mal zur Arbeit, das sind 5 Kilometer. Ah, ja. Das werde ich mal machen. Was ist der Plan? Fahren. Pipi machen, fahren. Ich wollte mich tarnen. Oh, machen wir eine kleine Staubkontrolle hier. Ja, ich bin, glaube ich, am Schluss. Oh, das gut. Sieht aber schön aus. Gut. Das Schlusslicht. Schön. Ich bin auch ein bisschen eingestaubt worden. Also mega geil, sehr anstrengend, aber ich sehe auch aus wie ein Schwein. Und wenn, sehr gut, das macht mega Bock. Ja, richtig, so richtig fürchterlich ist das. Sand halt. Ja. Ja.
Schatzi. Bam. Boah, kein Vergleich zum letzten Mal. Nein. Habe ich ja in dem letzten Video, wie ihr das ja gehört habt, habe ich ja wieder gesehen, nach 5 Minuten wieder hier Faxendicke, so kurz davor zu, dass ich einfach was geheult das Hobby hatte. Zu tauschen auch. Bitte? Auch das Hobby zu tauschen. Ich habe gesagt, ich fahre nie wieder Motorrad. Ich hatte mir jetzt gesagt, ihr braucht auch nicht mehr mit mir darüber diskutieren. Ich will diese Sachen und alles nicht mehr anziehen. Ich bin aber wieder da. Ja, ich bin wieder da. Ich bin wieder da, Leute. Ich bin wieder da. Ich hatte Angst, Gas zu geben. Und jetzt? Nicht mehr. Das Motorrad ist schon gar nicht so schlecht. Ich bin heute 83 gefahren. 83? Vielleicht war es auch mehr, weil ich habe, als ich dann... Das letzte Mal hast du bei 83 drauf geguckt. Nein, letztes Mal mit der Beta. Genau, da habe ich drauf geguckt, war ich schon langsam. Ich weiß nicht, wie schnell. Ich war auf jeden Fall geil. Ich habe keine Angst, mehr Gas zu geben.